echt schön, das Gebäude. Der perfekte Sonnenbrand auf meinem Baum hält sich, als wäre ich. Brennt auch nicht auf, oder? Wir haben gerade ein relativ feuriges Problem hier. Ich meine, der Typ war jetzt Stufe 3, die Mission. Ja, mein Gott, du musst da schon durchgehen. Und das war schon auf jeden Fall schwieriger als vorher. Als die vorherigen Missionen. Okay. Mein Gott. Karte. Scheiße, ja, Sharky hier. Ich muss mich jetzt um mein Kind kümmern. Also war ich mal verantwortungsvoll und habe eine Festung der Highwaymen voller Sprengstoff erobert. Nein, 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 nein. Leg das weg, Kleiner. Das ist gefährlich. Vorsicht. Ich weiß, du siehst süß damit aus, aber das ist gefährlich. Oh weh, das arme Kind. Es ist schon geil. Also anfangs war ich ja nicht überzeugt davon, aber ich muss sagen, das Ding ist schon geil. Mein Gott, muss man erstmal verstehen, was ein Spezialist ist hier. Kein Begleiter, sondern die Typen, die quasi in der Stadt rumstehen, dann sagen, ah, wir können das und das verbessern. Das nenne ich auch kein Spezialist. Gut zu wissen. Direkt das Wichtigste zuerst hier. Ja gut, wie gesagt, dann machen wir es so, dass wir dann quasi Nick Rye ganz schnell auf dem Express-Format freischalten, dann so halbwegs durchfahren. Fehlt noch das Letzte. Da. Perfecto, primissimo. Okay. Sharky, bitte lass das Kind in Ruhe und nicht mit Sprengstoff spielen. Charlemagne Victor Beauchamp ist mein Name, aber das ist viel zu lang. Also nenn mich einfach Sharky. Willkommen auf Schloss Beauchamp. Der lauteste und stinkigste Ort in ganz Hope County. Und der einzige, an dem mein kleiner Pupsmeister schlafen kann, wenn er schlecht gelaunt ist. Der ist jetzt oben im Brownest. Er heißt Blade und ist der Sohn von meinem Cousin Herc. Aber wir ziehen ihn gemeinsam auf. Und ich sag dir, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn er Fürze und Schüsse hört, fühlt er sich pudelwohl. Streng genommen gehört dieses Drecksloch hier den Highwaymen. Aber Herc und ich haben uns hier verkrochen, solange der Kleine zahnt. Es bricht mir das Herz, den armen Kleinen weinen zu sehen. Wie auch immer, seitdem versuchen die Highwaymen Flachwichser jeden Abend den Ort hier zurückzuerobern. Bis jetzt konnten wir sie gut abwehren. Aber im Moment bin ich ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Ja, wärst du so nett, einer überarbeiteten Mami in Not zu helfen? Ich habe ein paar Fallen an diese Hochdruckrohre angeschlossen, aber die müssen noch scharf gemacht werden. Der kleine Blade hält mich ganz schön auf Trab. Ich will nur mal 5 Minuten für mich haben. Ich leite dich von hier oben an. Okay. Deal. Story-Mission. Abenteuer beim Babysitten.
Okidoki. Also sind die Spezialistenmissionen immer Story-Missionen? Verstehe ich das richtig? Dann wäre hinten bei Horatia vielleicht auch eine Spezialistenmission. Das könnte ja theoretisch auch sein. Er macht ja einen ganz netten Eindruck, der gute Sharky. ...60 Meter, 20 Meter. Okay. So. Cool, cool. Jetzt erhöhe den Druck mit dem Zentralventil. Mann, das habe ich cool gesagt. Wir jagen euch alles in die Luft. Aber sowas von. Das wird reichen. Komm rüber in den Schuppen. Komm doch rein. Danke, ich weiß jede Hilfe zu schätzen. Zwischen dem Baby und diesen maskierten Analdildos kriege ich kaum noch Schlaf hier. Hoffentlich können die neuen Fallen die Arschmarden heute fernhalten. Aber das ist dann mein Problem. Du hast mir geholfen. Hier ist deine Belohnung. Probier mal. Perks und mein ganz privater Partyschnaps. Das ist die eiserne Reserve. Die ist nur für die besten Freunde. Und für besondere Amigas, wenn du verstehst. Trinke mit Sharky, als würde das nicht schief gehen. Boah, ich würde irgendwie... Das ist unhöflich. Echt unhöflich. Wenn einem jemand Partyschnaps anbietet, dann trinkt man ihn. Das ist eine Frage des Anstands. Selbst mein Sohn weiß das. Kann ja nicht. Selbst wenn ich wollen würde, könnte ich nicht. Ex, ich hätte dich vielleicht warnen sollen. Das war reines Ethanol für Fahrzeugmotoren. Was? Er hat mir gerade reines Ethanol gegeben? Junge! Na, wie süß ist das denn? Teddybären! Ich mag eigentlich keine Teddybären, leider. Einige Stunden später. Hey, alles klar? War meine Schuld, sorry. Ich vergesse manchmal, dass nicht jeder gerne so hart feiert wie Hack und ich. Okay. Hilfst du, Mami, die bösen Buben in die Luft zu sprengen, Blade? Drück auf den Knopf! Genau so, Kumpel! Ich bin so verdammt stolz auf dich. Ich glaube, ich muss gleich weinen. Okay. Mach's dir doch nicht gemütlich. Von hinten kommt gleich die nächste Welle.
Ist so ein bisschen wie Moorhuhn schießen, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit die Dinger wirklich schnell Leben verlieren, aber hat ja jetzt geklappt. Oh weh. Okay, wir gehen mal runter. Okay. Jetzt kommen die von allen Seiten gleichzeitig. Das sind mehr als sonst. Die wollen uns erledigen. Wie soll ich das denn machen, Leute? Abenteuer beim Babysitting. Jetzt soll ich bei... Na toll. Na super. Ein braver Hund. Wo kam der denn her? Wo kam der denn jetzt her? Die machen aber sehr nette Speicherpunkte, muss man sagen. Ich weiß nur nicht, wie ich das hier mit dem Wagen machen soll, weil der macht echt ein bisschen zu viel Schaden. Du bist ein echtes Naturtalent. Okay. Und der Kack jetzt hier. Okay, der ist tot. Simba, wir schaffen das.
kein guter Ort für ein Baby. Wirklich nicht gut. Überall verrostetes, scharfkantiges Metall, Schwefeldämpfe. In Prosperity wären wir wahrscheinlich besser aufgehoben. Ich zieh mit meinem Laden dahin. Komm vorbei, wenn du was zum Böllern brauchst. Das war jetzt der Grund für den zu entscheiden, dass das hier nicht der richtige Ort für ein Kind ist, really? Junge, Junge. Plus ein Spezialist, 4 von 5, fehlt nur noch einer. Leute, noch einer. Das machen wir jetzt aber auch noch. Oh Gott, da war ein Bär. Okay, Außenposten, wie gesagt, wir machen jetzt die gerade Linie zu Nick Rye. Dann haben wir alle. Geil. Nein. Können die beiden eigentlich irgendwas anderes außer blöde Sprüche drücken? So richtig typisch, ne? Hauptsache so tun, als wären die so ultra stark und sowas, aber in Wirklichkeit können die nämlich gar nichts, außer andere ihre Befehle ausführen lassen. Hallo Bär. Oh mein Gott! Wir wurden gerade von einem Bären aufgegessen. Von Mr. Grizzly! Regeneration. 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 Befreie den Außenposten. Die Frage ist ja sowieso. Da ist der Alarm. Der Alarm. So. Oha. Als würde das funktionieren. Really? Warum sind die ersten Stufen so einfach von den Außenposten? Schon beinahe übertrieben, oder? Und diese Hose, ne? Mein Gott. Ich weiß nicht, ob es sicher ist, sich mit Joseph zu verbünden. Aber wir haben vermutlich keine andere Wahl. Gut. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch, glaube ich. So, her damit. Das war so ein bisschen die Tierfarm hier, wo die Tiere, also wo sie ihre Fleischproduktion am Laufen gehalten haben, sozusagen. Am Laufen gehalten haben. Tolles Deutsch. Okay, her damit. Der Arme. Der Arme, der Arme. Letztens mal geguckt, Interesse halber, wegen Wolfshunden. Finde ich ja total schön. Aber ich glaube, die sind in der Tat ein bisschen gefährlich, oder? Ich weiß nicht, wie weit die berechenbar sind.
Wolfshunde. Blüm. Danke für deine Hilfe, Prosperity. Komm ich denn da dran? Mit der Faust natürlich. Wir sind der. Ich wollte schon gerade was. Der Pfister wollte ich schon fast sagen. Egal. Wie wir einfach alle Türen und alle Gitter mit der Faust einschlagen können. Das ist einfach nur Wahnsinn. So. Titan, sehr schön. Ja, das geht ja eigentlich, oder? Wenn wir jetzt uns ein bisschen. Wir sind jetzt hier. Dann gehen wir jetzt hier drüber und sind ja dann direkt bei dem. Dann machen wir jetzt einfach mal hier den Ultra-Shortcut. Was haben wir eigentlich für tolle Autos? Am liebsten nehme ich mir das Blaupausenauto. Blaupausenauto. Stufe 3 haben wir eh noch nicht. Nehmen wir Blaupause. Ich meine, es gibt nichts Geileres als ein Blaupausenauto, oder? Wir fahren eine Konzeptzeichnung. Wortwörtlich. Simba! Steig ein! Daneben nicht. Hier war aber irgendwo noch ein MP3-Player, ne? Okay, bei dem. Oh doch. Blaue Pause im Auto. Boah, ich möchte unbedingt mal mit so einem richtigen Truck fahren. Mit so einem richtigen. Mit sowas hier quasi. So richtig. Wumm. Ja, ja, die guten Schlangen. Und einmal das Schloss knacken. Was haben wir hier? Ein Abschied. Wenn ihr das liest, wenn ihr das findet, bin ich fort. Ich liebe den Vater immer noch, aber ich kann nicht bleiben. Er hatte schon früher eine Frau und ein Kind. Ich glaube, die Gerüchte sind wahr. Bisher hatte ich nicht daran geglaubt, aber jetzt, wo es eine neue Faith gibt, habe ich Angst. Wenn ihr Kinder habt, werdet ihr es verstehen. Es schmerzt mich, euch zu verlassen. Ich werde euch nie vergessen, meine geliebte Familie. Ich gehe nur um des Babys willen. Ich nenne ihn Ethan, damit er stark und standhaft ist, wenn der Kollaps kommt, in Liebe Megan. Eine von der Sekte oder was? Okay. Haben wir den Nutzen abgeschlossen eigentlich? Ja. Barackenschlüssel-Missionsobjekt. Ich weiß nicht, was das für Missionsobjekte sind, ganz ehrlich. Timber! Ich rette dich! Wenn ich sterbe, bringe ich euch alle um. Alles klar. Oh, die Vorratslieferung. Gut. Meins, 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 meins. Mach, mach,
Simba! Komm! Nein! Lass meinen Hund in Ruhe! Ach, Timba, ich brauche keine Waffe. Trotzdem danke. Timba! Komm. Okay. Bester Begleiter. Okay. Ja, wie gesagt, wir fahren direkt zu Nick Rye. Wir könnten eigentlich auch Schatzsuche mal eben mitnehmen, oder? So. Hier ist ja hier direkt irgendwo. Hier drin. Okay. Ach, endlich, der letzte Tag. Dann habe ich meinen ganzen Kram beim neuen Versteck flussabwärts. Was für eine Erleichterung. Ich bin so froh, dass ich die Lagerstelle angelegt habe, um mich auf dem Weg auszuruhen. Außerdem habe ich Fahnen aufgestellt, um den Ort zu markieren, nachdem wilde Tiere mein Lager verwüstet haben und ich mich verlaufen hatte. Aber ich habe es geschafft. Eine letzte Ladung, die ich noch transportieren muss. Klingeling, mach der Schlüssel. Ich kann es kaum erwarten. Toll. Und dann ist er bei der letzten Ladung noch gestorben, ja? Treiben lassen. Okay, und jetzt finde das Versteck. Er hat ja mit... Oh. Er hat mit Fahnen den Weg markiert, ja? Das ist der Außenposten, ne? Tatsache. Oh. Haut ab. Okay, gut, dass wir Timber dabei haben. Schnell weg hier. Na? Sei ein braver Bär. Bin schon weg. Wie viel Arbeit muss das gewesen sein, die ganzen Fahnen aufzustellen? Das ist verrückt, oder? Hier, oder?
Yay! So, Entschuldigung, ganz wichtige Gespräche wurden gerade hier geführt. Ja, ihr habt gesehen, man kann nicht alle Felsen hochlaufen. Habe ich jetzt die richtige Markierung gesetzt? Tatsächlich, okay. Nick Rye, das ist jetzt wirklich der letzte Spezialist. Ich betone es nochmal, danach haben wir dann Prosperity Stufe 3 und können eventuell die super guten Waffen machen. Das war aber auch eine lange Tortur, oder? 1,5 Stunden, 2 Stunden haben wir gebraucht für die 2 Spezialisten. Und den Weg dahin natürlich, ne? Wobei man sagen muss, ne, wir haben natürlich mit Rye, ist doch übrigens da wahrscheinlich ein Verwandter von unserer Carmina, oder? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Nee, was ich sagen wollte, wir haben natürlich damit auch dann direkt Story-Mission abgeschlossen. Die Spezialisten sind ja Story-Mission. Das ist jetzt keine Nebenaufgabe, kein blindes Erkunden. Wir arbeiten ja quasi gerade auf die Story-Mission hin. Darf man nicht vergessen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, es macht einfach nur Spaß. So. Es hört sich total nach Säge an, oder? Okay. Du hast mir das Leben gerettet. Bitte, bitte. Was ist das hier? Meine Fresse. Das war unglaublich. Hey, Arschloch. Einige unserer Bikes krepieren hier. Alles hast du daran rumgepfuscht? Wenn ja, dann werden wir dich killen. Und deine Familie gleich mit. Sei vernünftig. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet, Partnerin. Partnerin, das geht aber jetzt ein bisschen schnell hier. Hallo, Lu. Ich meine Nick. Tausendfachen Dank. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin hier schon seit Monaten gefangen. Die Highwaymen haben mich hierher verschleppt und ließen mich für die Zwillinge schuften. Ich muss zurück nach Hause. Mein Fluchtfahrzeug ist auch schon fertig. Na komm, lass uns abhauen, bevor noch mehr von diesen Wichsern auftauchen. Ich bin übrigens Nick. Schön, dich kennenzulernen. Die große Flucht-Story-Mission. Komm mit,
Schon wieder Schwierigkeitsgrad 3. Die hauen also rein, die Mission. Hey. Irgendwie jetzt richtig Bock auf so Far Cry 3 und Far Cry 4 und Far Cry 5 irgendwie. Ich wollte gerade eine Testrunde mit dir drehen, als die Arschlöcher mich mit runtergelassener Hose erwischt haben. Also nicht wörtlich, versteht sich. Die haben uns beide hier rausgeschleppt und ich musste dann weiter an dem Ding arbeiten, um es den Zwillingen zu geben. Nicht nur das, ich musste noch ein zweites bauen, damit beide eins kriegen. Jedenfalls wusste ich, wenn ich es irgendwann schaffen will, hier abzuhauen, ist sie mein Ticket. Deshalb habe ich immer weiter an ihr rumgeschraubt. Sie ist zwar längst nicht fertig, aber sie funktioniert. Und wir werden uns mit ihr aus dem Staub machen. Wir reden gerade über ein Boot, oder? Wow. Move! Sie. Wie gesagt, sie ist nicht fertig, also der Teil mit dem Fliegen. Aber ist sie nicht wunderschön? Los, geh ans Steuer, ich halte so lange nach Ärger Ausschau. Leute, ich kann nicht fliegen. Ich kann doch jetzt hier nicht fliegen, Leute. Ach du Scheiße. Konnte man in Far Cry 5, in Far Cry hier überhaupt selber fliegen? Ich glaube nicht, oder nur in so ein, zwei Missionen. Lass uns hier verdammt nochmal abhauen! Geradeaus! Behalt bloß dein Essen bei dir! Oh mein Gott. Ich hab einen Visier. Halt dich da vorne links. Verdammt, mach den Weg frei. Das ist sehr geil. Ich habe einen Visier. Da fehlt halt nur der Flügel, ne? Aber ansonsten sehr geil. Da war noch ein Elch im Wasser, alles klar. Aber fliegen muss ja ultra geil sein, oder? Hier in dem Spiel. Ich glaube, das war's. Danke. Lass uns tanken und dann ab nach Hause. Siehst du den Schuppen? Halt.
Geil. Das war sehr, sehr geil. Okay, ziehen wir es durch. Carmina? Weißt du, wo meine Drahtschere ist? Kim. Sie war doch hier irgendwo. Warte. Sie war doch gerade noch hier. Wo hab ich sie denn nur? Hast du etwas verlegt, Liebling? Hey, Baby. Hi. Weißt du, wenn du beschäftigt bist, kann ich ein andermal... Nein. Hey, Kiddo. Hi. Ach, wie schön. Die große Flucht. Yay. Damit haben wir alle Spezialisten. Wiedervereinigung. Carmina, das Flugzeug im Bootsschuppen freigeschaltet. Ja, Verbesserung. Oh mein Gott, Leute. Prosperity Stufe 3. Oh yeah. Prosperity, Stufe 3 von 3. Jetzt geht's ab. Alter. Hey. Ja, richtig schön hier. Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. Oh Gott, wie geil. Werkbank Stufe 3 von 3. Jetzt geht's erst richtig los. Es ist die große Frage, was das kostet, ne? Das wird wahrscheinlich ein Graus. Ja, es geht sogar. Oh je. Ist denn das Symbol da? Die können wir tatsächlich machen. Ich will aber die haben. Sind das da rechts? Was ist das da für ein Symbol gewesen? Wegpunkt setzen, Zoom-Fortschritt. Da ist tatsächlich ein Erinnerungsfoto. Ja, was war das für ein komisches Katzenfell? Wir brauchen irgendein Elitefell dafür. Ich möchte ganz kurz hier das Erinnerungsfoto mitnehmen, was ich mal wieder übersehen habe. Dann habe ich da einen MW3-Player übersehen, okay. Ja. Den wir kennengelernt haben, als ich und meine Schwester herkamen. Er hat einen auf dicke Hose gemacht. Da haben wir ihn vermöbelt und für uns arbeiten lassen. Ist egal, dass er entkommen ist. Früher oder später knöpfen wir uns sowieso die ganze Familie vor. Das glaube ich nicht. Dafür seid ihr viel zu schlecht. Los knacken. Aber haben wir jetzt bei der Spielwelt doch schon eine Ecke aufgedeckt, oder? Ich meine, guck mal. Da noch die Mitte und dann ist es ja fast nur das nördliche Gebiet. Also wir kommen jetzt gerade wirklich gut voran.
Finde ich auch diese Übersicht. Story-Mission noch 10. Nebenmission 4. Noch sehr viele Außenposten und nur 2 Schatzsuchen. Also eigentlich so von dem Groben her, wie gesagt, ne, es ist ja immer so, bei mir ist es immer so, dass erst diese riesige Wulst von Nebenaufgaben kommt und sobald wir die alle geschafft haben, geht es dann immer ganz fix. Diese Stadt ist wie ein schlechtes Elternteil. Sie waren nie wirklich nett zu mir, aber sie haben trotzdem immer einen Platz in ihrem Herzen sicher. In deinem Herzen sicher. Falls End ist immer für alle da gewesen, außer für mich. Wenigstens Virgil hat sich Mühe gegeben und dafür werde ich ihn immer lieben. Den grinsenden Idioten. Zum Glück musste er nicht mehr erleben, wie Hope County heute aussieht. Mary May war für mich da. Sie ist nicht mal unter die Erde gegangen. Sie hat so hart gearbeitet, vielleicht bis zum Umfallen, um alles am Laufen zu halten. Es hat nicht viel gebracht. Am Ende hatten sie zu viel Strahlen abbekommen, aber ich glaube, sie starb an einem gebrochenen Herzen. Okay, wie gesagt, ne, ich denke mal in Far Cry 5 sind dann die ganzen Orte nochmal ein bisschen bedeutender, beziehungsweise wenn man Far Cry 5 gespielt hat, sind wahrscheinlich die ganzen Orte nochmal ein Stück weit bedeutender. Ja, trotzdem überlege ich jetzt gerade, wo wir dieses blöde Puma-Fell herbekommen. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Okay, ich habe gerade die Information bekommen aus der Regie. Vielen Dank an die Regie an dieser Stelle, wo wir einen Puma finden können. Nein, es gibt keine Regie, das war ein Witz. Natürlich gibt es eine Regie, die mir gerade fachmännisch die Recherche durch mein zweites Knöpfchen im Ohr durchgegeben hat. Und ihr müsst wissen, ich bin hier natürlich total professionell durch einen Regieraum unterstützt bei meiner Aufnahme und bei meinem... Wie ist das eigentlich? Timber ist aufgestiegen. Schon wieder? Geil. Helferauswahl. Timber. Timber fängt Tiere ab, die dich angreifen wollen. Hast du ein paar muskelbepackte Arme? Hast du Lust, mit einem hervorragenden Mitglied der Spezies Mensch mal so richtig ins Schwitzen zu kommen? Geh einfach hinten rum und kletter hoch, damit ich dir deine überbordenden Muskeln mal aus der Nähe angucken kann. Nämlich mir deine, Entschuldigung. Ich habe auch ein paar gute Songs da, um für richtige Stimmung zu sorgen. Oh ja. Ja, wie Schneewittchen hier. Aber hier ist einfach niemand, was jetzt ein bisschen enttäuscht ist. Okay, wir brauchen den Außenposten Signalstelle. Da. Elite Puma. Machen wir. Und dann haben wir es. Ich freue mich drauf. Geil. Sehr ärgerlich ist natürlich, dass wir... Sehr ärgerlich ist natürlich, dass wir wahrscheinlich dann nur eine Waffe herstellen können. Ich hätte natürlich dann auch ganz gerne direkt den Blood Dragon Bogen. Apropos Blood Dragon Bogen. Was ist eigentlich mit Far Cry 3 Blood Dragon? Das habe ich auch noch nie gespielt. Ich habe Far Cry 3 ja noch nie gespielt, was glaube ich relativ traurig ist, weil Far Cry... Was ist denn mit dem los? Far Cry 3 gilt ja so als das... Ach du Scheiße. Thank you.
Oh weh. Mutanten-Puma-Saison. Töten oder getötet werden. Okay. Das war spannend. Gibt es da mehrere von oder nur einen von diesen Ultra-Dingern? Na gut. Ich finde es aber sehr spannend, dass wir Prosperity auf Stufe 3 haben, erstens. Und zweitens, wir können ja dann jetzt alles upgraden, ne? Das heißt, jetzt können wir eigentlich mal richtig reinhauen in die ganzen Ressourcen. Beziehungsweise in den ganzen Produktionsbaum. USW, USW, USW. So, Prosperity. Die hat aber, glaube ich, dann keinen Schalldämpfer mehr, die Waffe, ne? Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen fremd im ersten Moment. Also. Die würde ich ganz gerne machen. Die ist natürlich auch nice. Jahrhundert. Boah. Der Blood Dragon Bogen. 600. Ne, wir machen uns. Die ist bestimmt richtig geil. Alle Schraubenzieher nervt mich ein bisschen. Wir machen uns die. Wobei, das ist eine halbe Schere, ne? Das ist jetzt auch nicht so viel besser. Ah. Der Legende nach abgeschlossen. Cool. Elf neue Herausforderungen erworben. Die ist nicht ganz so cool, wie ich sie mir vorgestellt habe, tatsächlich. Endlich haben wir eine richtige Gemeinschaft. Ein echter Wendepunkt. Was war das für ein Geräusch? Na gut. Finde ich jetzt nicht so toll, aber wir werden sicherlich auch noch, Prosperity! In den Besitz anderer Waffen kommen. Schade. Hatte die so hohe Anforderungen. Ich finde die jetzt echt nicht so cool irgendwie. Na gut. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Far Cry New Dawn. Wir haben eine Menge erreicht. Wirklich eine riesige Menge erreicht diesmal. Und wir werden uns beim nächsten Mal dran machen, hier diese Ecke noch zu machen, die jetzt noch fehlt, weil ich jetzt hier ein bisschen was übersprungen habe. No, wir müssen quasi hier diese innere Ecke noch aufdecken. Dann werden wir uns noch hier mit der Schatzsuche beschäftigen, den Außenposten da noch mitnehmen. Dann haben wir die Ecke ja sogar fertig hier oben schon. Und dann machen wir uns hier an Horatio und Urban Smalls mit der Story-Mission. Was ist das denn hier eigentlich? Gina Gorilla, Nebenmission. Die machen wir dann zuallererst. Dann haben wir eine Nebenmission, dann haben wir hier noch ein paar Außenposten. Und wie gesagt, vor allen Dingen an Horatio und hier die Story-Mission. Und dann irgendwie, glaube ich, guckt mal. Da ist dann schon New Eden da oben. Ich glaube, wir kommen jetzt echt schnell voran auf einmal. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Far Cry New Dawn. Bis dann. Ciao.